Ballernamen mit Rücken zum Tor 1. In dieser Übung trainieren wir Ballernamen mit Rücken zum Tor. Gerade für Sechser, Achter und Zehner sind diese Ballernamen besonders wichtig, um schnell in eine offene Stellung zum gegnerischen Tor zu gelangen. Dazu benötigen wir zwei Hütchentore im Abstand von ca. 5 Metern zueinander und drei Spieler. Zwei Spieler stehen am Hütchen ganz oben und einer am Hütchen ganz unten. Der Spieler kommt entgegen und fordert lautstark den Ball. Das Anspiel muss auf seinen rechten Fuß erfolgen. Er dreht nun raus und führt anschließend eine Sohlenwende mit links durch. Nun spielt er dem entgegenkommenden Spieler ebenfalls den Ball auf dessen rechten Fuß. Achten Sie darauf, dass der jeweils entgegenkommende Spieler vor Anspiel seitlich zum Ballführenden steht und sich umblickt, um im Spiel einen Überblick über die Situation zu bekommen. Zusätzlich sollte der Spieler erst dann entgegenkommen, wenn der ballführende Spieler bereit ist abzuspielen. Nur so ist garantiert, dass die Spieler die Übung im Lauf und nicht im Stand absolvieren. Variante. Nun hängen wir an die Bewegung noch einen Fußwechsel dran. Selbstverständlich sollten beide Varianten auch mit dem schwachen Fuß durchgeführt werden.